Willkommen zurück zu Final Fantasy 2. Hammer gefunden, geil. Augentopf gefunden, geil. Was können wir mit Hammer machen? Oh, dass wir noch Augentropfen haben. So, rüsten. Was können wir mit Hammer machen? Ach, Amnesie. Richtig, da war ja was. Ach ja, Amnesie heilen mit einem Hammer, natürlich. Wer macht das nicht? Ha? Oh Mann. Ey, ganz ehrlich, ich habe nicht so viele Augentropfen, Mann. Was macht ihr denn? Boah. Immer diese statusverändernden Zauber, das geht mir voll auf die Eier. Ach, Leute, ey. Fünfer-Hit und trotzdem null Schaden. So lobe ich mir das. Gehe hier Game Over. Ist geil. Richtig geil. Weil die nicht aufwachen. Das ist doch das Letzte, ey. Ja, und wieder alle drei schlafen. So das Letzte. Überspeichern wir erstmal den Scheiß hier. Ich hab ja nichts mehr. Das ist ja voll geil, ehrlich gesagt. Oh ja, das war jetzt auch so klug im Endeffekt. Die hätte man lieber B machen sollen, mich hier rausholen sollen. Die machen einfach so verdammt viel Schaden. Geh ich überhaupt richtig? Nee, ich gehe falsch. Ich muss jetzt ein bisschen spulen, weil... Naja, erstens deswegen und zweitens, sollte ich sterben, sterbe ich eben schnell. Und dann muss ich mir halt eine Lösung überlegen. Hey, jetzt gedacht. Ja, das können wir sowieso knicken. Gegen die mache ich gar keinen Schaden. Elf. Jo, ich bin down. So lächerlich. Oh mein Gott. Ja, das war's. Das war's. Naja, wohl. Na gut. Man kommt hier halt aber nicht mehr raus, ne? Das ist das Problem. Und flüchten in diesem Spiel ist auch so eine Sache. Das geht auch nicht unbedingt so gut, wie man es gern hätte. Och, ach, ehrlich, wa? Ja, macht mich ja kaputt. Hab ich kein Problem mit. Lol, bis alle schlafen, wa? Lol. Dass sie sich so lange Zeit lassen, wa? Das ist so lächerlich. Boah, anstatt mich einfach mal zu töten, ne?
Ja, das war's. Ich komme da nicht mehr heil raus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Echt unnötig. Moment mal. Eine Sekunde bitte. So. Jetzt habe ich mich mal... ich war kurz unten im Schokobo Forest. Da unten ist nämlich so ein kleiner Hülse. Wenn man im Schokobo sitzt, dann kann man nicht angegriffen werden. Ich bin kurz nach dem Fuß zurückgelaufen, habe mich ein bisschen ausgestattet in den ganzen Stuff hier. Ja, ein paar Tränke. Und ja, jetzt werden wir mal gucken, ob das vielleicht besser klappt. Ich weiß gar nicht, in welchem Stock waren wir? Fünfter Stock. Pass auf, ich sag, wir sehen uns da gleich wieder. Ich spiel kurz bis dahin. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder hier bei der Goldrüstung. Und jetzt gucken wir doch mal, wie das läuft. Also hier waren wir. Da bin ich auf den da reingelaufen. Naja, egal. Ding, ding. Lol, lass mich doch einfach raus hier, ey. Oh, nö. Es trifft auch immer, ne? Egal, es trifft mindestens immer ein. Kann ich machen, was ich will, ey. Na gut, letzte Augentropfen. Geile Sache. Bam 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 bam. Dass sie schneller sind als ich, das hasse ich. Das kann ich angehen. Oh, alter Schwede. Erstmal ein bisschen Mana sparen für manche. So, da ist die Treppe nach unten. Was ist das? Also nicht das, aber das da eben. Ich habe langsam das Gefühl, dass ich mal speichern sollte. Lol. Ist Vieh so nicht kaputt? Meine Fresse. Lol. Ja, natürlich. Okay, ich speichere jetzt mal. So. So. Man sagt, dass die Igelsfackel von Monstern bewacht wird. Von Blutgeistern. Wow. Blitz Level 8. Ja, nee, ist klar. Erstmal alle Zauber durchprobieren.
Toxik, leck mich. Nein. LOL. Hier fuhr alles nichts, wa? Ja, hilft alles nichts. Wir müssen raufkloppen. Das sah auch schon mal besser aus. LOL, ja sicher. Mann, wie kann man nur so viel Pech haben oder so scheiße sein im Endeffekt, wa? Das kann ja wohl nicht angehen. Wie viel Leben hat denn so ein Blutgeist? Das darf denn ja nicht so viel sein. Ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass ich zu schwach bin hier. Obwohl, kann eigentlich gut sein. Ja, wirklich Schaden macht er ja nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber er geht mir auf die Eier. Das ist wieder so eine Scheiße, weißt du, die sich einfach nur in die Länge zieht. Na also. LOL, von mir steigt nichts oder was? LOL. Igelsfackel! Mal raus hier. Jetzt wieder rein. So. Nehmen wir mal ein paar Potions. Ja. Bevor wir das jetzt ansprechen, mache ich erstmal einen Speicher. So. So. Das Sandfeuer wurde auf die Igelsfackel übertragen. Geile Sache. Boah, und jetzt? LOL. Der Zerstörer. Glaube ich jedenfalls. LOL. Na? Was ein Riesenteil. Von Menschenhand gebaut. Unfassbar. Krasse Sache. Ach ja, wir sind ja vier. So, dann zeige ich euch noch kurz den Chocobo Forest. Ja. Hier ist Chocobo Wald. Da ist Chocobo. Ein Chocobo gefunden.
Und mit dieser Epic-Musik, ja, verabschiede ich mich in die Woche. Oder ins Wochenende im Endeffekt. Und in meinen Urlaub. Ja, geile Sache. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns jetzt bei dem nächsten Mal, wie auch immer ihr es habt. Aber bis dahin, ciao!